Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Aeroshiva und spiele mit der Cassie zusammen. Outlast 2, hey! Immer das Gleiche und immer kommt eine Pause. Ja. Ich denke gerade, kommt sagt noch was? Sie jetzt noch genau. Das Spiel und dann sage ich Hallo, ja, oder? Genau. Okay, ich bin dran. Eieiei. Also, wie war denn das hier alles? Ah ja, okay. Oh, ich will nicht. Ja, Gott sei Dank bist du jetzt dran. Jetzt habe ich das Schlimmste erstmal hinter mir. Ich weiß gerade nicht mal, wo ich hin soll. Ah ja, ich glaube, da lang. Wir sind die Treppe auf jeden Fall runtergestürzt. Ach ja. Oh ja, klasse. Du darfst direkt schon rennen. Das ist so fies. Bücken, genau. Ich weiß nicht mehr, wie Bücken geht. Ach so, Kreis. Ja, ich habe das doch nur. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es könnte F oder C oder sowas gewesen sein. C war es. Hm. Ich habe es dann noch geschafft, aber... C wie Crouch wahrscheinlich, ja. Aber dann weißt du ja sofort, was du jetzt machen musst. God doesn't love you. Not like I do. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt krabbel halt, du alter... Ja, also echt. Es dauert immer so. Jetzt läuft er nicht mehr irgendwie. Ah, okay. Er krabbelt noch. Ist ja noch hinter mir, ich will nicht gucken. Oh, ich würde es drauf ankommen lassen, einfach laufen. Ich kann gerade gar nicht laufen, der ist da in der Hocke irgendwie. Ja, es ist zu eng wahrscheinlich alles. Oh Gott, welchen Weg? Ich gehe rechts. Ich glaube, dass es derselbe Weg ist, dass da einfach nur in der Mitte irgendwas steht. Ja. Hat er dich bei den Füßen? Nee, ich glaube... Was soll ich denn? Ah, okay. Oh Gott. Das geht ja schon wieder ja, toll los. Ja, absolut. Ups, ich wollte gerade sagen, jetzt fehlt nur noch was, wo du hochspringen musst. Aber okay, wir fallen schon wieder. Ich sehe halt gar nichts. Schwimme ich oder was tue ich hier? Ich glaube ja. Ist noch was hinter mir? Nee, nee, ich glaube nicht, dass der mit runter ist. Oh! Klasse, oder? Oh. Also, man kann schon sprinten im Wasser, man ist dann minimal schneller. Okay. Die Geräusche. Ja, ich höre es, das klingt so, als ob er dir über die Schulter hockt oder so. Ja. Ich will hier raus. Oh Gott. Und jetzt? Irgendwo geht's nach oben. Und jetzt? Ich weiß nicht, ich habe halt einen minimalen Delay drin, deswegen kann ich nicht direkt sagen, vielleicht irgendwo hochspringen oder so. Toll! Oh, aber ich wollte gerade sagen, das ist der richtige Weg. Mhm. Oh Gott. Wo bin ich denn? Ah ja, okay. Das ist geht zu viel direkt für meine da Nerven. Weiter. Geh einfach ins Licht. Geh ins Licht. Am Ende des Tunnels, da siehst du das Licht. Also irgendwie um den rum. Wo ist er denn? Kannst du gegebenenfalls Nachtsicht ausmachen? Siehst du dann besser? Nee. Also außer du guckst ins Feuer, ja. Hä? Wo bin ich denn da gerade rum? Ah, hier. Aber jetzt der war ist gar nicht mehr da. Gar nicht, ja. Vielleicht, weil du diesmal schneller wusstest, wo du lang musstest. Der kommt vielleicht gleich erst. Und jetzt? Ah! Bin ich jetzt es hat, ja, es hat gespeichert. Ist alles gut. Ah, okay. Ich dachte, ich bin wieder da. Mhm. Oh, eine Leiter, oder? Ich gekommen bin. Ja. Ich nehme die einfach gleich. Ja, ja, genau. Gar nicht so lange rummehren. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Nee, der mit ist abgefahren. Mit Erkunden und Kamerafilm und so weiter. Aber voll. So, ich bin ja eigentlich vom lang? Typ her nicht so, dass ich sage gegen Ende, oh komm, einfach nur noch durchziehen. Aber Outlast 2 ist leider so ein Spiel. Oh ja. Ich eigentlich auch nicht, aber das will ich jetzt einfach nur noch irgendwie Ich glaube, du schaffen. Kannst wieder hoch, du hockst noch. Ja.
Ich dachte, dann sieht mich vielleicht. Ja. Ach, die Leitern überall. Oh, da oben läuft einer. Mhm. Wo bin ich denn jetzt? Also, teilweise ist das so durcheinander. Ich weiß, kannst du irgendwo die ganze hochspringen? Zeit die Orientierung. Ah ja. Ja, klettern geht noch. Aber ich verliere halt einfach die Orientierung. Ja, die ganze absolut. Zeit. Das ging mir vor uns genauso, wo wir im Wasser waren, wo wir diesen blöden Schalter drücken mussten. Ja, da war ich ja komplett weg. Also. Ja. Ja, das Zuschauen, da das kommst stimmt, du gar nicht mit das irgendwie. Stimmt. Ja, das geht wirklich nur, wenn du selbst läufst. Okay. Hä? Stimmt das? Kannst du also wieder irgendwo hochhüpfen? Oh, jetzt das bist war, du, glaube ich, nicht gestürzt. Ne? Oh, da liegt ja einer. Ja. Und da liegt noch was. Eine Batterie. Wie komme ich da ran? Ducken? Oder vielleicht drumherum laufen. Vielleicht kannst du von links irgendwie. Ja, ducken ging. Der ist hier wohl auch gestorben. Mhm, der ist genauso gestürzt wie du. Ja. So, jetzt warte mal. Ich heile mich, glaube ich, ja. Oder? Ja, ja, mach ruhig. Wir haben genug. Okay. Vielleicht hätte ich hier runterfallen sollen sogar. Das könnte theoretisch sein, ja. Oder? Nee, weil hier ist die Leiter. Schau. Ah, okay, hier musst du nochmal nach oben. Du musst mal gucken, wenn du oben bist, ob du irgendwo hochspringen kannst. Das war nämlich das, wo ich bei Outlast immer versagt habe, wo ich ewig lang nicht gefunden habe, wo ich hin muss. Okay. Dann konnte man letztendlich irgendwo sich hochhangeln wieder. Oh, okay. Also, auf jeden Fall muss ich hier drauf. Mhm. So. Da. Ah! Ups. Ja, sag mal, der verliert ja so schon das Gleichgewicht. Ja. Ich glaube, wenn du da hinläufst, musst du erstmal auf den Boden schauen. Ich glaube, wenn du nicht auf den Boden schaust, dann verliert der immer das Gleichgewicht. Ah, okay. Also, nochmal. Ja. Ich versage hier schon. Was denkst du, wie es mir am Anfang ging, ey? Da bin ich da auch ein paar Mal gestorben. Also. Hier drauf. Genau. Und ich gucke auf den Boden. Mhm. Ah ja, dann geht er auch vorsichtiger. Ja. Und ich kann das mit der Maus so ein bisschen gegensteuern. Genau. Auch. So, und hier nach oben gucken? Kannst du hier irgendwo hochhüpfen? Ja, da war ich ja gerade auch. Ach, da warst du schon. Ja, ja, und da bin ich auch weitergegangen. Aber da war es irgendwie falsch. Warte mal, weil da ja, bin ich ja, geh mal, dreh dich mal um. Kannst du da vielleicht nochmal hinter deinem Rücken? Ja, hier muss ich. Ah. Oder? Nee, hier geht's. Kannst du irgendwo nach oben, vielleicht? Hm. Gute Frage. Weil das sieht schon so ein bisschen aus, als ob da Bretter wären. Das ist irgendwie komisch hier. Hm. Da wäre es am logischsten, oder? Dass man sich da vielleicht langquetschen kann oder so. Also da, wo du nach oben guckst, das sieht mir echt so aus, als ob du da hin kannst. Ja. Ah ja, gut. Von der Seite ging's. Also jetzt entweder da lang. Ja. Nee, da geht's eh nicht weiter. Okay, ja, dann da lang. Okay. Oh, ist nicht runterfallen. Ja. Besser nicht. Ich glaube, dann bist du wirklich tot. Ja, und da muss ich es nochmal machen. Aber es hat gespeichert jetzt. Schon, gerade eben. Ah, okay. Das sieht man manchmal so gar nicht, wenn man am Spielen ist. Ne? Das sehe ich ja, jetzt als Zuschauer natürlich. Oh, was zum Lesen. Okay, das lesen wir nachher, oder? Du kannst es dir über die Kamera anschauen, dann hast du Computerschrift, dann kann man es manchmal besser entziffern. Wie war denn das? So war das, genau. Nothing matters but Lynn. Oh, schon wieder was verpasst. Oh, da kommt nicht mehr viel. Das stimmt. Schau mal, nur noch die vier drei. Sachen. So. Und dann. So. Genau. Also, Kapitel 15. Und Gott sprach durch den Mund Ezekiels, dass seine Ohren bluteten, seine Zähne knirschten und Samen seines erregten Lenden verließ und seine Worte waren das Blut Jesu. Und dieses Blut war ein Fluss, der das faule Holz der Bäume heilte, das denen die sieben Nationen entsprangen. Beim Blut des Lammes, das spinnenäugige Lamm wird auf ewig fallen. Und wer verbleibt, wird kein Licht brauchen, weder Kerze noch elektrische Flamme, denn Sicht sei ewige Morgenröte.
Versteckt nicht meine Prophezeiungen, schreibt sie nieder Wort für Wort, euer ganzes Leben, denn ich bin wie ihr ein Diener und der Prophet unter euren Brüdern und Vater und als Hirte sage ich nur dies. Gott wird euch entlohnen. Seid ihr schmutzig, seid ihr gerecht, seid ihr ungerecht, seid ihr gekleidet in Scham oder in Ruhm. Gott wird euch entsprechend ficken und dies sei eure Belohnung. Oh, supi. Wir sind das A und das O und Ezekiels, der erste von allen und du wirst den Baum des Lebens besteigen oder an ihm gekreuzigt. Dann besteige ich ihn lieber. Ja. Nur die Auserwählten des Herrn werden Schutz finden in der Tempelgate, denn im Rest der Welt sind die Huren und Mörder und Götzenverehrer, Pharisäer, Zöllner, Lästerer, Steuersammler und Tyrannen. Die bösen Steuersammler, ey. Und die Engel sprechen. Gott wandte sich den Menschen ab, bis sein Sohn Jesus Christus kam und vor euch Zeugnis ablegte. Jesus Christus wandte sich den Menschen ab, bis sein Prophet Sullivan kam und vor euch Zeugnis ablegte. Und jedes Wort des Propheten ist wahr, denn es steht in diesem Buch und dieses Buch ist die, was? Wir werden es niemals erfahren. Wie kommt man, ach da. Wahrheit. Super. Ihr sollt dies bezeugen und in euch sei das Buch des Lebens und ihr sollt in dieser heiligen Stadt leben und ihr sollt sagen, kommt schnell, Offenbarung, selbst in meinem Leid, selbst im Tod meiner Kinder, komm her und gib mir Paradies. Die Gnade des Herrn und seines Propheten Sullivan Knotz sei mit euch. Amen. Amen. Eieiei. Ei, ei. Oh wei, oh wei. Die haben alle so einen Vogel. Da darf ich nicht durch, da ist es gefährlich. Ach, geh trotzdem. Ich gehe lieber hier es oben. Es kann nicht gefährlicher sein als das restliche Spiel. Ja. Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Ah! Ich kann aber nichts machen, das ist immer das Beste. Ja. Hat der mir gerade mein DS geklaut? Ja, dein DS. Ach so, meine Kamera. Ja, wenn es der DS wäre, wäre schlimmer. Ne? Mhm. Ja, voll. Ach, ich kann schon wieder laufen? Mhm. Ah, okay. Ja, super. Und wir aber wollen natürlich ganz dahin. Ich bin jetzt ganz verstört. Warte mal, wer hängt denn da? Die Lynn? Kann das sein, ja. Ist die untere Hälfte von ihr weg? Ich hab ein bisschen so aus. Nee, dann würde die nicht mehr so schreien. Sieht vielleicht nur so aus. Doch. Doch, die hat keine Beine mehr. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Die ist schwanger und die haben ihr die Beine weg. Damit sie nee, die Beine hängen einfach nur hochgespannt. Ah, hab ich gerade gesehen. Okay. What? Okay, der will dich vergewaltigen. Echt? Ich frage mich eh, wie will man Mann vergewaltigen? Der muss doch erstmal Steifen kriegen. Wie geht das, wenn das nicht will? Ja. Aber hey, du darfst die Schule wieder spielen. Na toll. Der ist ja ein Zwitter, also. Ja. Der kann ihm auch einfach in den Arsch stecken. Then you have to give up. Einfach mal so. Das Spiel hat uns verflaut. Mhm. Aber ich würde dir wirklich, wirklich empfehlen, den ersten Teil zu spielen. Der ist so anders. So okay. Anders. Ach, du musst, jetzt mit ihr laufen, glaube ich. Mhm. Wieso krieg ich die Schule? Wieso hat die so einen das Buckel? Ist so gemein. Die hat voll den Buckel, gell? Mhm. Okay, wir sind in der Küche. Oh Gott, wie es immer düsterer gerade schon ja. Wird, ne? Von fröhlich. Hat sie nicht irgendwas gemeint von wegen, ihr solltet euch in der Cafeteria oder so treffen? Ja. Hm. So, I don't know.
Ja, irgendwo. Shut up. You are. Irgendwo sollten wir uns treffen. Ist das vielleicht die besagte Nacht oder was? Wo er sie umgebracht hat? Ich glaube schon. Hör auf, ihn zu beleidigen. Ich glaube, du machst ihn irre. Red rum. Was? Red ich drum? Nein, red rum. Mörder. Hm. Redröm. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. Aha. I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Weil es halt so ist, weil die vielleicht befreundet sind? Ja. Wieso fragt man solche Fragen halt? Komisch, das Kind. Ja, absolut. Oh, sorry. What are the two of you doing in here? Was hat denn der auf der Stirn? Das ist bestimmt so eine Art Muttermilch. 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 Das ist, kommt davon, wenn man dabei niest. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Oh Gott. I want you to. Wie ist das denn passiert? Die Muttermilch. Are you misbehaving? Do I need to call your parents? Oh Gott, mir kommen schon die Tränen. Die Mutter mich auf den Kopf. Ja. Das ist eine sehr ernste Szene hier, also. Ja, ja, und wir leiden uns doch. Jessica? Jessica, look at me. Will you help me make this right? Ih, wie der sie anfasst. Ja. Why don't you go along? Ja, aber die Pfarrer sind ja eh alle komisch, finde ich. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Weißt du denn, was ich gerade denke? Everything's okay. Hm? Dieses Hangman-Spiel, wo das Wort also dieser Satz "Don't leave me alone" oder so stand. Aha. Ja. Was macht er jetzt mit ihr? Ist das wirklich so klischeebehaftet, dass jetzt der katholische Priester das Kind vergewaltigt oder was? Ja, voll. Sollten wir sie deswegen nicht alleine lassen? Hat sie so Sachen vielleicht mitmachen müssen? Ja, ich denke. Dann gehe ich halt heim. Ja, geh. Deine Eltern warten schon, gibt Essen. Ja, eben. Ich finde die Schule eh doof. Schnell raus hier.